Recht herzlich willkommen zur 244. Folge von City Skylines. Ja, letztes Mal habe ich, was habe ich da letztes Mal gesehen, als ich das Spiel beendet habe, habe ich irgendwo, und ich glaube es war hier, so ein Symbol gehabt, dass da die Flut übers Dingens gegangen ist, das Wasser über. Was ist das für ein Symbol? Nicht genügend gebildete Arbeiter, okay. Hier diese Keimauer, hier oben war das irgendwie, ich weiß gar nicht, ob es reicht oder nicht reicht. Okay, so wie es hier gerade aussieht, ist ziemlich voll, ne? Ist vielleicht doch rübergegangen? Ah, da. Und da ist das Wasser rüber, ne? Und jetzt sind die da gleich beschäftigt damit und sagen, boah, wir haben Wasser im Garten, wollen wir nicht haben. Okay. Das würde bedeuten, das muss noch höher. Kann man das höher machen? Das ist jetzt hier die Frage, ne? War das hier? Felsen. Wasserstrukturen. Keimauer. Nee, kann man da nicht so machen. Oh, das ist aber fett. War das die andere Keimauer oder was? Ja, sieht wohl so aus. Dann würde ich jetzt mal sagen, warte mal, kann man das mit Bild hoch erweitern oder erniedrigen? Nee, geht nicht. Dann würde ich das mal hier nochmal machen. Und hoffen, dass es dadurch ein bisschen besser wird. Aber wie wir gerade hier sehen, ist es doch nicht besser. Da schwappt doch einiges hoch, ne? Aber wie war das noch am Meer? Da macht man dann solche Dinger da rein, ne? So Felsenbrecher oder sowas. Geht das hier auch? Wellenbrecher, so, nicht Felsenbrecher. Aber das mag er nicht, ne? Das ist ja doof. Ne, das geht nicht. Geht das hier? Ne? Geht das da? Ne, so ein Wellenbrecher geht dann gar nicht, ne? Vielleicht so. Aber ich glaube, das ändert auch nichts daran, ne? Ja, kriegen wir wohl nicht so hin, wie wir das jetzt uns gedacht haben. Aber dann ist das halt so, ne? So, was hatte ich noch gesehen? Ich hatte gesehen, dass es hier hinten irgendwo bei dem Müll... sag schon. Hier, da waren zwei Symbole, die man auch, sag schon... nee, doch nicht. Oder habe ich mich... Habe ich mich wohl vertan? Das war nicht so dann. Und das letzte, was war, worum ging es da noch? Irgendwer hatte hier oben kein Wasser. Da ist es. Das ist das Flugfeld, ne? Was da kein Wasser hat, oder? Gut, dann machen wir da noch Wasser hin, dann ist alles gut. Ja, das waren die Sachen, die ich in der letzten Folge gesehen hatte. Und dann war halt der ÖPNV, ne? Der dann da so schlechte Zahlen geschrieben hat. Und unsere... Zeppelin-Linie wird wahrscheinlich jetzt top im Angebot sein. Ne. Da. Linienübersicht ist das. Zweite Linie ist natürlich hier krass unterwegs, wie wir sehen. Da wird eigentlich gut gescheffelt, ne? Okay. Aber finanziell, das war hier, ne? Sah das ja nicht so dolle aus, oder? Miese, miese, miese. Da war alles noch miese. Jetzt ist die Frage, wie ändern wir das? Dass die Miesen hier plus werden. Straßenzölle, Kleinfahrzeuge, Großfahrzeuge haben wir nicht. Wie kriegen wir das hin? Hier sind unsere Top-Zahlen. 15.000 Einnahmen. Und hier sind 53.000 Ausgaben. Da kommt wieder ein schicker Flieger. Können wir mal reingucken. Der hat 110 Passagiere dabei. Eben sitzen hier 14 drin und der fliegt los. Ja, das ist jetzt die Frage, ne? Wir können den ÖPNV natürlich stärken, indem wir Gebiete haben, wo wir sagen, hier wird keiner mehr reinfahren, ne? Oder so. Oder mit Straßenzöllen das Ganze machen oder so. Könnten zum Beispiel Straßenzölle auf dieser riesigen Brücke verlangen. Das wäre doch schon mal was, oder?
Ja. Also dann gucken wir doch mal, wie wir das hinkriegen. Wo war das? Hier war das. Das war hier. Zollstellen. Mautstellen. Zwei Richtungen. Eine Richtung. Boah, was ist denn das für ein Werk hier? Kriegst du gar nicht hin, ne? Boah, toll, oder? Wie willst du denn sowas da reinbauen? Wer ist denn auf die Idee gekommen, so eine Mautstelle da hinzubauen, die so toll ist? Hä? Ja, das kann doch nicht sein, so ein doofes Häuschen da hinzusetzen, oder? Wie soll das funktionieren, ey? Krass. Mann, 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 Mann. Ja, wie machst du das dann hier hin, ne? Gar nicht. Ja, eine Brücke geht gar nicht. Auf der anderen Seite ist es identisch schlecht dann, ne? Kannst du noch nicht mal auf der Brücke bauen oder was? Kein Bauaufwasser möglich, alles klar. Das ist ja echt grandios. Aber wir können, ne, können wir auch nicht, oder? Ich habe gedacht, man könnte es ja vielleicht hier umstellen, ne? Hauptstelle zwei Richtungen. Wir brauchen erstmal eine Richtung, Ben. Und dann funktioniert es hier nicht, wie ihr seht. Also das ist schon mal ein Nix. Ja, super. Jetzt wollten wir mal was Tolles machen, indem wir Rückenzoll nehmen und dann war das wieder nix. Ja. Kannst du also vergessen. Bringt uns nicht weiter. Toll. Vergiss das. Okay. Können wir da was umbauen, dass es funktioniert? Können das ja hier hinbauen, sozusagen. Wenn man jetzt wüsste, wie das geht, ne? Ja, ich würde es jetzt gern drehen. So. Tatsächlich ist es immer so ein schönes R oder sowas, aber in diesem Spiel ist das wohl nicht so. Ah, jetzt hatte ich es gerade gesehen, wie es geht. So, alles klar. Das heißt, wir machen das hier hin. Und dann macht man das so. Wie rum ist denn das? Kann ich das jetzt erkennen? Nein, kann ich nicht erkennen. Wasser brauch ich auch noch. Slow, slow, slow. Okay, die Richtung ist wohl schon mal passend. So, und dann ist es vierspurig. Warte, wir machen erstmal hier die Ausfahrt dahin. Die Ausfahrt wäre ja hier, da. Warte mal, das machen wir wieder rückgängig. Das nicht gefällt mir nicht. Dieses weg. Ich wollte die geschwungen haben, die Straße. So, auf ein neues. So ist das schon okay. Da darf man nur rechts fahren. So, und hier darf man dann drauf fahren. Das bedeutet, wir müssen das von hier aus so machen, dass wir da. So machen. Damit haben wir das schon mal. Jetzt müssen wir aber hier erstmal Wasser und Strom hinkriegen. Super, oder?
Geht nicht über die Monorail oder was du glaubst, ist doch nicht, ey. So, Strom ist da. Jetzt fehlt noch Wasser. Grandios. So, Wasserproblem ist auch gelöst. Jetzt haben wir wieder das Straßenproblem gleich. Allerdings können wir jetzt hier erstmal abreißen. Und zwar dieses Stück, ne? Oder? Ja, das ist das, was wir jetzt abreißen. Jetzt kommen da gerade so viele, dass da keine große Lücke ist. Den Krankenwagen lassen wir jetzt noch durch. So, jetzt geht's. Zack. Und jetzt müssen die durch die Mautstelle. Und dann müssen wir jetzt noch auf die Autobahn wieder, ne? Also runter geht da auch schon gar nicht. Oh, das wird schwierig, denke ich. Das geht auch nicht. Läuft gerade hier, ne, oder? Das bedeutet, als erstes sperren wir mal hier die Abfahrt. Ne, nützt nichts. Ich glaube, wir müssen erst hier das abreißen, damit wir da weiterkommen. So geht das jetzt. So funktioniert das wahrscheinlich nur. Und dann haben wir die Geldeinnahmequelle hier jetzt gesetzt, oder? So, jetzt nur die Frage, müssen die da was bezahlen oder nicht? PKW 1 Euro, LKW 2 Euro. Ja, sieht wohl so aus, dass wir jetzt hier schon mal Brückenzoll nehmen, sozusagen. So, diese hier zahlen jetzt natürlich noch nichts, ne? Die hier drauf fahren. Das bedeutet, hier müsste man noch eine Zahlstelle reinbauen, die einspurig wäre hier. So ein kleines Zoll gibt's gar nicht, ne? Es war auch wieder klar, oder? Ich brauche nur so eine Auffahrtsbude, die es dann hier gar nicht gibt. Dann soll ich da vierspurig haben, wenn ich nur die Auffahrt haben will. Ist doch voll hohl, oder? War hier gerade sogar, dass es hinging, ne? Schön wäre es gewesen. Ja, kannst du voll knicken, ne? Zack. Und ne, das war schon richtig. Kann sie dann hier nur da so anschließen. Und das geht dann nur so voll primitiv. Und davor läuft es ähnlich. So, die dürfen dann dick fett zahlen, wenn sie da drauf fahren. Ja, dann ist diese Richtung schon mal geklärt für die Brücke, ne? Aber hier nicht.
Aber die müssen ja auch nicht da, die können ja auch da lang fahren. Dann reißen wir das einfach weg, oder? Würde ich jetzt mal sagen. Fahrt ihr mal alle weiter. So. Und die müssen jetzt alle da drauf fahren. So, dann ist die Richtung schon mal finanziert. Ist nur die Frage, wie es im Budgetfenster dadurch besser wird. Wahrscheinlich auch nicht. Vielleicht wird das hierdurch auch besser, das weiß ich aber nicht. Weil dann überlegt sich einer, boah, wenn ich da über die Brücke fahre, ist mir das zu teuer. Dann kann ich auch mit dem Monorail fahren zum Beispiel. Aber da sieht man hier jetzt nicht unbedingt, ne? Und hier sieht man jetzt nur 51 und 112. So, jetzt das gleiche in Grün für die andere Brückenrichtung, aber das gestaltet sich wahrscheinlich viel schwieriger. Oder wir machen es hier hinten hin, ne? Wo ist denn hier eine Abfahrt? Da. Vielleicht kriegen wir es hier neben. Dann fahren die erst über die Brücke und bezahlen dann, das geht ja auch. Ich glaube, das würde ich da hinkriegen. Dann reißen wir da erstmal was weg. Schnell dann dahin gebaut. Gut, haben wir. Anschließen. Die ist nicht angeschlossen, oder was? Das gibt's doch jetzt nicht, oder? Ah. Weil dieses Ding falsch rum ist. Ja, super. Warte mal, konnte man das nicht so irgendwie hier und dann Rechtsklick und dann ändert sich die Fahrtrichtung? Nein, ich möchte es nicht abreißen. Ich möchte nur da die Fahrtrichtung ändern. Ja, nicht genug Wasser, super, oder? Wie dumm ist das denn? Ja, ich möchte es abreißen. Ja, ich möchte es jetzt da reindrehen. Und es passt gleich. So, jetzt geht's. Ich glaube, jetzt fahren auch wieder welche. Naja. So, okay, dann haben wir das Ziel auch erreicht. Zoll für die Brücke von beiden Seiten. Läuft, ne? Ah, Wasser fehlt noch und Strom wahrscheinlich. Ne, Strom ist wohl da. So, damit haben wir das auch ein bisschen hingekriegt. Da wollte ich gar nicht gucken, ich wollte jetzt da gucken. Und wir sind jetzt bei 90, 170, okay. Das sind die Einnahmen von den Mautgebühren. Überall steht hier ein Minus. Das ist schon mal schlecht. So, jetzt ist die Frage, wie kriegst du das mit dem öffentlichen Nahverkehr geregelt? Aber ich würde mal sagen, um den öffentlichen Nahverkehr, da kümmern wir uns dann in der nächsten Folge drum. Das wird bestimmt noch ein ganz interessantes Ding. Das hinzukriegen, aber ich bin in guter Hoffnung, dass wir das irgendwie auch in Angriff kriegen. Okay, dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid und ihr gebt bestimmt einen Daumen hoch, ein Abo habt ihr sowieso schon und dann sehen wir uns in der Folge. Bis dann, tschüss!